Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin aus der Stadt, die es nicht gibt, aus Bielefeld. Und in diesem Podcast geht es vorwiegend ums Stricken, ein bisschen ums Übersetzen und viele andere Themen. Aber wir bleiben meistens beim Stricken und Wolle und ähnlichen Themen. Und ihr seht richtig, wenn ihr nicht zum ersten Mal da seid, ich habe es geschafft, zum Friseur zu kommen und meine natürlichen Locken wieder zum Vorschein zu bringen. Die sind noch ein bisschen zu frisch und deswegen ja, ein bisschen zu viel, aber das legt sich alles und dann sehen sie auch richtig aus. Ja, und wir haben heute allen Grund zum Feiern. Es ist nämlich... wie soll ich sagen? Also seit ich mit dem Podcasten angefangen habe, ist genau ein Jahr vergangen. An diesem Tag vor einem Jahr, also genau genommen am 4. Januar vor einem Jahr, ist meine erste Podcast-Folge entstanden, beziehungsweise auch veröffentlicht worden. Da war die Bearbeitung irgendwie noch nicht so aufwendig wie jetzt. Jetzt brauche ich manchmal 1-2 Tage, manchmal mehr sogar, um die Folge hochzuladen. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich der Podcast intensiviert, vielleicht... meine Handykapazität gesunken. Aber am Anfang war es mit dem Bearbeiten irgendwie einfacher. In jedem Fall ja, haben wir heute ein Jubiläum, ein Einjahresjubiläum. Ich bin seit einem Jahr auf YouTube als Strickpodcasterin vorhanden. Und ja, dank euch, wenn ihr nicht da gewesen wärt, hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Folgen gemacht und auch nicht irgendwie ein Jahr lang mich hier irgendwie da vor die Kamera gesetzt und Sachen erzählt. Auch wenn ich den Podcast nicht nur dafür gestartet habe, ja, Feedback zu bekommen, sondern auch aus anderen Gründen, dazu kommen wir gleich. Aber in jedem Fall seid ihr natürlich die treibende Kraft. Also insbesondere natürlich diejenigen, die abonniert haben und immer wieder kommen und immer wieder schauen und kommentieren. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Also ich hasse dieses Herzchen machen, daher mache ich es nicht. Aber ja, also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür, dass ihr da seid. Falls ihr, also an diejenigen, die zum ersten Mal heute da seid, ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr bleibt und kommt wieder und guckt und abonniert und kommentiert und ja, habt Spaß bei dem, was ich hier erzähle. Ich habe für die heutige Folge überlegt, da wir ja jetzt ein Jahr meines Podcasts hier zu begehen haben, würde ich einen kleinen Rückblick machen. Nicht über die einzelnen Folgen, sondern so einen ganz allgemeinen Rückblick über das, naja, ein Jahr Podcasten sozusagen. Und ich gucke mal, ob ich in der nächsten Folge oder in einem gesonderten Video vielleicht so einen Überblick mache über die Themen, die ich im vergangenen Jahr so behandelt habe in meinem Podcast. Einfach nur für euch, für den Fall, also für die neuen Abonnenten und für diejenigen, die vielleicht alle Folgen gesehen haben, einfach nur als Erinnerung, welche Themen in welcher Folge oder welche besonderen Themen in welcher Folge da waren oder halt von mir erläutert wurden, sodass ihr vielleicht schneller die Folge findet, die euch vielleicht interessieren könnte, so zum nochmal schauen vielleicht. Ich mache das manchmal bei meinen Lieblingspodcasts, dass ich ja vielleicht einmal im Jahr, also nicht ungeplant, sondern das ergibt sich manchmal so zufällig, dass ich dann ein paar Folgen mir nochmal angucke oder sogar vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt anfange, alle Folgen nacheinander zu schauen, bis ich dann wieder vielleicht irgendwie wieder weiß, ah okay, danach kam das und das und das und dann gucke ich vielleicht nicht weiter. Aber ja, wie gesagt, ich... schaue auch Sachen schon mal mehrfach, auch bei Podcasts, nicht nur bei Filmen. Das mache ich bei Filmen auch manchmal. So, ich habe für heute einige Notizen gemacht an zwei Stellen. Ich hoffe, ich kriege das alles zusammen. Ich mache also am Anfang einen, ja, so eine Art rückblickenden Überblick.
über ein paar Aspekte beim Podcasten, die mich und euch betreffen. Und dann zeige ich, woran ich gerade am aktivsten stricke. Ja, wie ihr wisst, habe ich sehr viele mehr oder weniger aktive Strickarbeiten, Strickprojekte, Designprojekte auch. Aber meistens nehme ich mir dann halt so 2, 3, 4, 5 davon raus und stricke ja am aktivsten an diesen Stücken. Und die zeige ich dann heute auch im Podcast, sodass es auch ja, also tatsächlich einen praktischen Strickbezug geben wird. So, also ein kleiner Rückblick. Am 4.01.2023 habe ich mit dem Podcasten angefangen. Sehr spontan. Das war wirklich so ein Fall, wo man morgens aufwacht und denkt, heute könnte ich mal Podcasterin werden. Es ist jetzt nicht so, dass ich nie vor anderen aufgetreten bin. Ich bin ja Pädagogin und also ich bin Wirtschaftspädagogin in meinem Studium oder nach dem Studium. Ich habe ein Diplom Wirtschaftspädagogik studiert, in Köln auch abgeschlossen und in der Wirtschaftsforschung gearbeitet. Und im Rahmen verschiedener Projekte in der Wirtschaftsforschung musste ich natürlich auch vor Menschen treten und vor ihnen sprechen, was ich ja auch recht viel gemacht habe. Und dann, als ich zum Übersetzen gewechselt bin, habe ich eine kleine Übersetzerschule geleitet, an der ich dann auch wirklich regelmäßig und sehr viel unterrichtet habe. Die Schule habe ich später verkauft, aber beziehungsweise quasi die reale Schule habe ich verkauft. Aber ich habe eine Online-Schule aufgebaut und im Moment ja, bin ich auch dabei, Online-Kurse weiterzuentwickeln und anzubieten für Übersetzer und Übersetzerinnen und Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Und da muss ich auch, oder da unterrichte ich halt auch, da muss ich auch vor Menschen sprechen. Und ich bin auch schon auf Kongressen aufgetreten und so weiter, sodass jetzt die Idee, vor anderen aufzutreten, für mich nicht neu war. Aber was ich nie mochte, war meine aufgezeichnete Stimme und auch mein aufgezeichnetes Bild, inklusive Fotos. Deswegen war das wirklich für mich selber total unerwartet, dass ich am 4. Januar 2023 aufgewacht bin und dachte, ach, ich nehme mal ein YouTube-Video auf. Und ja, das hatte ich damals getan, hochgeladen. Ich habe mir das Video so ein bisschen angeguckt gestern und dachte, ja, so schlimm war es dann doch nicht, wie ich ja, jetzt aus dieser Perspektive befürchtet hätte, dass ich das denken würde. Ja, ich habe meine Videos mir normalerweise nicht nochmal angeguckt, außer beim Bearbeiten, Hochladen und dann war es das. Also dann ging es halt weiter. Aber das hat mich jetzt nicht total abgeschreckt, meine eigenen Videos sich nochmal anzugucken. Ja, seit seit dem 4. Januar 2023 sind einige Videos entstanden. Und zwar habe ich 47 Folgen, also regelmäßige Podcast-Folgen hochgeladen. Ich habe 24 Vlogmas-Folgen gemacht, wie ihr wisst, die teilweise auch die Länge einer normalen Podcast-Folge hatten. Ich habe es nicht hingekriegt, alle Folgen kurz zu halten. Dann habe ich noch 5 Kopenhagen-Vlogmas oder Kopenhagen-Vlog, Strick- und Reisevlog hieß das, Folgen gehabt. Dann habe ich bei mehreren Folgen waren es zweiteilige Videos. Dann gab es noch 2, so jetzt muss ich ganz versuchen, ganz abstrakt zu denken, damit ich hier nicht heule. Es gab 2 Videos, die ausschließlich meinem Hund gewidmet waren, der immer wieder in den Videos im Hintergrund zu sehen war. Und dann hatte ich das halt so zusammengestellt als Making-of und ja, diese kurzen Videos über ihn hochgeladen oder mit ihm als Hauptdarsteller hochgeladen, weil sie lustig waren, hingekriegt, ohne zu weinen. So, innehalten und weitermachen. Insgesamt kamen auf diese Weise 80 Videos zustande oder ungefähr 80 Videos. Und als ich das nachgerechnet habe, war ich sehr überrascht. Ich dachte, so viel kam mir das nicht vor. Und ja, also ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass es so viele wurden. Und sie waren nicht kurz. Die meisten Videos sind echt nicht kurz. Ich bin im Laufe dieser Monate immer mehr überrascht geworden oder gewesen,
darüber, wie viel ich übers Stricken sprechen kann. Das bin ich immer noch eigentlich. So, aber um euch nicht zu langweilen, machen wir weiter. Meine Ziele beim Podcasten waren ganz unterschiedlicher Natur. Also wie gesagt, das war so ein bisschen eine Schnapsidee eigentlich, aber solche Schnapsideen entstehen ja normalerweise, nachdem es in einem irgendwie arbeitet. Ja, also irgendwie entstehen Gedanken, sie werden verdaut, sie werden auf andere Gedanken draufgelegt und dann irgendwann entsteht halt so eine Schnapsidee. Sie kommt also eigentlich nicht aus dem Nichts. Und meine Ziele waren, Spaß zu haben. Grundsätzlich, Stricken soll Spaß machen. Dann so eine Art Stricktagebuch irgendwie zu haben vielleicht, aber eher weniger. Also viele Podcasterinnen sagen, ja, sie haben angefangen, um das als eine Art Stricktagebuch zu machen. Dafür zeige ich, glaube ich, zu wenig von meinen gestrickten Sachen, weil viele Sachen, oder ich weiß nicht, ich würde sagen, ich zeige im Podcast so 60-70% dessen, was ich stricke. Ich habe also noch eine recht große Dunkelziffer dessen, was ich noch auch stricke und halt im Podcast nicht zeige, weil ich das für nicht wichtig halte oder weil das noch ein Strickdesign ist, das ich veröffentlichen möchte und aber noch nicht fertig bin, solche Sachen. Also es gibt ganz verschiedene Sachen. Die meisten Socken zeige ich nicht im Podcast, weil ich selber mir nicht gerne Socken angucke im Podcast. Deswegen zeige ich nur besondere Socken irgendwie. Und ich stricke Socken auch nicht so gerne. Ich stricke aber trotzdem kontinuierlich welche. So, dann wollte ich mit dem Podcast auch Gleichgesinnte erstens irgendwie online treffen. Und was mich sehr, sehr gefreut hat als Entwicklung, in echt kennenzulernen oder Gleichgesinnte in echt kennenlernen. Ich dachte eigentlich ursprünglich, dass ich das durch so Stricktreffs machen werde, so dass das dadurch passiert, aber dass es eher weniger durch Stricktreffs passiert, weil die Häufigkeit, mit der ich an Stricktreffs teilnehme, nicht wirklich gestiegen ist, weil ich nicht mehr Zeit habe, sondern ich hatte ein paar Online-Stricktreffs mitgemacht und ein oder zweimal bei einem in Bielefeld gewesen, aber ja, es ist zeitlich trotzdem für mich schwieriger unterzubringen, weil das halt fixe Termine sind. Und mit fixen Terminen ist das immer schwieriger als mit so schwebenden Terminen oder so individuellen Terminen. Also war es nicht so gut möglich. Aber ich war auf mehreren Festivals und da habe ich halt, oder da wurde ich erkannt und angesprochen. Und das hat mich wirklich nicht nur sehr gefreut, sondern auch mein Podcast darin leben, sehr bereichert, ja, weil man dann wirklich man bekommt natürlich Feedback auch durch Kommentare, aber wenn man jemandem gegenübersteht und der dich wiedererkennt, dann ist das ein Feedback an sich, ja, dass Menschen dich wiedererkennen und dann unterhält man sich mit manchen relativ kurz, mit den anderen länger und dann versteht man erst, was man vielleicht selber bewirkt und das ist etwas, was dann was ich dann für sehr lange oder für immer vielleicht sogar so in mir behalte, als ein sehr warmes, sehr angenehmes Gefühl, dass ich etwas Sinnvolles mache. Ja, also dass ich nicht nur einfach nur hier Spaß für mich selbst habe, sondern dass auch andere Spaß dabei haben oder etwas Neues lernen oder schöne Zeit haben, dadurch, dass ich mich hier hinsetze und etwas zeige oder etwas erzähle. Das ist so der Hauptbeweggrund gewesen, muss ich im Nachhinein sagen, warum ich nicht nur angefangen habe, sondern auch wirklich regelmäßig weitergemacht habe und machen möchte und werde. Und das seid natürlich wieder ihr, die mich dazu motiviert, die halt das, ihr seid quasi diejenigen, die das unterfüttert, so ein bisschen zu rational ausgesprochen oder ausgedrückt vielleicht, aber irgendwie ist das so, das ist ja das Fundament dessen, was ich hier mache. So, dann
Genau, ich hatte ja, das ist das, was ich gestern in meiner ersten Folge gesehen habe, was ich so als Themen aufgezählt habe. Ich hatte geplant, über Strickprojekte zu sprechen, über Häkelprojekte zu sprechen, über Spinnen, über Strickdesign zu sprechen. Ja, über alles habe ich gesprochen, außer über das Spinnen. Ich habe vielleicht Spinnen, also das Spinnen als Fertigkeit immer wieder erwähnt, aber nicht häufig. Ich habe auch ein Spinnrad zu Hause stehen, aber ich habe es immer noch nicht gelernt, richtig zu spinnen. Leider, ich möchte das sehr gerne machen. Das Spinnrad steht auch wirklich sehr repräsentativ. Das kennt ihr vielleicht. Also ich habe ja immer wieder so aufgenommen, dass man das Spinnrad auch sehen konnte. Das Ding steht bei mir wirklich wo, mitten im Wohnzimmer oder nicht mitten, sondern am Rand, aber im Wohnzimmer immer sichtbar. Aber das regelmäßige Üben, das, naja, das notwendig ist, um das Spinnen richtig zu lernen, kriege ich nicht hin. Und ich habe ein bisschen versucht, aber bin nicht weitergekommen, weil ich halt nicht üben konnte. Und ja, das muss ich also erstmal schieben. Oder hoffentlich mache ich das irgendwann, vielleicht dieses Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappen würde. Aber das ist halt Ausdauer, die ich, ja, zum Teil zeitbedingt, zum Teil charakterbedingt, glaube ich, nicht an den Tag legen kann im Moment. So, dann hatte ich, ach ja, genau, was ich nicht geplant habe, war das Sprechen über, oder nicht zumindest nicht bewusst, das ausführliche Sprechen über das Stricken und Übersetzen oder Übersetzen von Strickanleitungen. Das ist dann doch deutlich mehr geworden, sowohl das Übersetzen von Strickanleitungen als auch das Sprechen drüber, als ich geplant habe, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil als ja, quasi Vollzeitübersetzerin ist mir das nicht unwichtig. Und ich bin nicht nur Übersetzerin, weil ich da den Beruf mal gelernt habe und damit Geld verdiene so, oder meinen Lebensunterhalt verdiene, sondern weil ich bewusst aus einer anderen Branche in die Übersetzungsbranche gekommen bin, weil ich übersetzen wollte. Und Übersetzen an sich als Tätigkeit, als reine Tätigkeit, nicht als Business oder Geschäft, sondern wirklich die reine Übersetzungstätigkeit, das ist das, was mich sehr erfüllt. Und alles drumherum mache ich trotzdem sehr gerne mit, weil ich weiß, dass das dann halt, das ist das, was dem Übersetzen an sich die Sinnhaftigkeit gibt, ja, wie beim Stricken ja auch, das für sich oder einfach nur was Schönes zu stricken ist zwar schön, aber wenn man es dann nicht nutzen kann, ist das aus meiner Perspektive weniger sinnvoll, einfach nur angesichts der knappen Zeit, die wir haben, angesichts der knappen Ressourcen, die hier vorhanden sind und so weiter. Ja, deswegen finde ich immer schön, wenn man Sachen einsetzen kann. Und so hat mich das sehr gefreut, dass ich über das Übersetzen auch hier im Podcast sprechen kann, immer wieder. So, dann habe ich natürlich einiges an Eigenentwicklung mitgemacht. Ich hoffe, ihr auch, unter anderem mit meiner Unterstützung. So, zum einen bin ich, glaube ich, immer besser beim Bearbeiten von Videos und beim Erstellen von Videos geworden. Ich hoffe, das ist so. Ich glaube nicht, dass ich richtig, richtig große Sprünge gemacht habe, außer dass ich schneller bin, vielleicht beim Bearbeiten. Aber mein Anspruch ist es auch nicht, perfekte Videos zu machen. Ich sehe mich nicht als ja, Videoherstellerin oder irgendwas in diese Richtung. Also mir geht es nicht um die Medien, sondern mir geht es wirklich darum, Inhalte weiterzugeben. Und ich glaube, das Niveau, das ich hier habe, reicht aus, um die Inhalte weiterzugeben. Und nicht nur die Inhalte an sich, also nicht trockene Inhalte, sondern halt auch die Stimmung, die Farben, keine Ahnung, die Begeisterung für die Wolle und ähnliches. Genau, dass ich so schnell anfange, Strickanleitungen zu schreiben und zu veröffentlichen, hätte ich auch nicht gedacht. Und das hat mich im Nachhinein sehr gefreut, dass es dann spontan, also nicht spontan, sondern quasi plötzlich ging, weil, beziehungsweise nicht weil, sondern aber auch da war es wie bei vielen anderen Entwicklungen in meinem Leben so, dass ich irgendwie über die Jahre bestimmte Fertigkeiten angesammelt habe, die dann in einem bestimmten Moment einfach zusammenkommen und dazu führen, dass ich etwas quasi plötzlich mache, ist dann aber nicht wirklich plötzlich, sondern das hat sich halt angesammelt und dann
sich in einem Projekt herauskristallisiert oder verfestigt. Und so, ja, habe ich 2 Strickanleitungen veröffentlicht. 3 sind quasi fertig und müssen nur zu Ende geschrieben. Und also 3 Strickdesigns sind fertig, aber die Anleitungen sind noch nicht fertig geschrieben. Leider, da bin ich dann doch, da hinke ich hinterher, meinen eigenen Ideen hinterher. Und ich hoffe und denke, dass es noch einige weitere Designs und Anleitungen kommen werden. Dann habe ich im Rahmen meiner podcasterischen und strickerischen Weiterentwicklung einige Techniken optimiert und bei einigen festgestellt, dass ich bestimmte Sachen schon früher gemacht habe und dann vergessen habe, dass ich das einfach so mal gemacht habe und dachte, oh mein Gott, das ist so schwierig. Aber vor kurzem habe ich zum Beispiel festgestellt, ich habe vor 10 Jahren, nee, vor 15 Jahren sogar, ungefähr vor 14 Jahren, meine ältere Nichte ist 14 Jahre alt, vor 14 Jahren habe ich Intarsienstricken ausgeübt, um für sie eine Babystrickdecke zu stricken. Da war sie gerade frisch geboren und irgendwann habe ich es vergessen, dass ich es gemacht habe. Dann haben sie mir die Decke zurückgeschenkt, als ich meine Tochter bekommen habe. Und dann habe ich festgestellt, oh, ich kann ja Intarsien stricken. Ja, sowas ist mir auch ein paar Mal im Laufe der letzten 12 Monate passiert, dass ich dachte, okay, das sieht jetzt kompliziert aus, das probiere ich. Und dann ja, stellt sich heraus, okay, das ist jetzt, das habe ich schon mal gemacht, so ähnlich. Und das ist eine schöne, oder dieses Bewusstwerden bestimmter eigener Fähigkeiten, das finde ich auch sehr wichtig für das Selbstbewusstsein, für das eigene. Und hoffe, dass es euch auch so geht, dass wenn ihr seht, dass ich etwas zeige, wie einfach es in Anführungszeichen geht, bestimmte Sachen zu machen, oder dass man sich einfach nur trauen sollte. Ich hoffe, dass es bei euch auch hier und da mal dazu geführt hat, dass ihr euch getraut habt oder dass ihr einfach nur was Neues ausprobiert habt und festgestellt habt, das könnt ihr. Und das, dann fühle ich mich noch mehr darin bestätigt, dass es richtig ist, was ich hier mache. Weil ihr halt davon auch direkt profitiert. So, was habe ich mir hier noch notiert? Genau, was ich auch sehr schön finde, ist, dass ich mich viel besser kennengelernt habe in Bezug darauf, was ich eigentlich mag und warum ich das mag oder nicht mag. Ich habe ja damit angefangen, oder ich habe bereits in den ersten Folgen ja mitgeteilt, dass ich so Richtung Naturgarne, Nachhaltigkeit, Minimalismus gehen möchte. Wobei, naja, Minimalismus, wenn man sich den Hintergrund anguckt, mein Arbeitszimmer ist alles andere als minimalistisch eingerichtet, aber naja, so ist das. Dafür aber ziemlich natürlich. Ja, ich habe hier unbehandeltes Holz und so, oder unlackiertes Holz eher. Behandelt ist das ja definitiv schon, weil man sie daran nicht kratzt, wenn man dran vorbeigeht. Aber also ich möchte halt möglichst natürlich leben und bemühe mich an jeder Stelle, wo es geht, das zu tun. Und so habe ich halt während des Jahres immer mehr feststellen können, welche Garne ich gut vertrage und mag und warum. Zum Beispiel, dass ich wirklich rustikale, griffige Garne sehr schön finde und sie auch gut tragen kann und sie sich viel besser für mich verstricken in den Projekten, mit denen ich arbeite, als Superwash behandelte Garne. Oder dass ich zum Beispiel feststellen musste, okay, das mit dem Sockenstricken werde ich wohl erstmal nicht mögen oder nicht begeistert davon sein. Und das ist auch in Ordnung so. Ich stricke dafür viele andere Sachen. Nicht jeder muss Sockenstricken lieben. Ja? Und dennoch stricke ich Socken. Ich habe zum Beispiel gestern auch eine angefangen, weil ich ein bestimmtes Garn, das ist dieses hier auf Kone, ich habe 2 Konen davon und eine habe ich gestern angefangen. Ich wollte unbedingt sehen, wie sich das verstrickt. Einfach nur, obwohl das auf dem Bildchen steht, auf der Banderole oder auf dem Wollausweis, wie meine Tochter sagt, wollte ich das in Action halt sehen und habe deswegen halt einfach mal spontan eine Socke angefangen. Naja, dann habe ich im Rahmen meiner
Weiterentwicklung beim Podcasten oder während des Podcastens, wurde Färben ausprobiert. Dazu gab es auch, beziehungsweise nicht dazu, sondern es gab eine Folge, in der ich halt mehr davon erzählt und gezeigt habe. Vielen Dank, Carina, an dich, falls du diese Folge gucken solltest. Das ist eine, ich sag mal, geheime Wollefärberin aus Bielefeld auch. Und sie hat mir und meiner Tochter wirklich sehr, sehr netterweise gezeigt, wie man mit Säurefarben färbt. Das fand ich sehr faszinierend und ich habe in einem meiner Designs auch die Wolle verstrickt oder eine der Wollen verstrickt, die wir damals gefärbt haben. Fand ich sehr schön. So, das war es erstmal zur Weiterentwicklung. Genau, ich hatte mir noch notiert, dass ich eine Statistik machen wollte dazu, wie viel von was ich gestrickt habe, aber dann, ich lasse das, glaube ich. Ich habe die auch nicht so gut ermitteln können. Ich hätte das manuell abzählen müssen und dafür hatte ich keine Zeit. Und ich glaube auch, das ist nicht unbedingt total spannend. Also ich habe jetzt bei Reverie geguckt. Ich habe 2023 26 Projekte beendet. Wahrscheinlich, da ich über 30 Projekte aktiv auf den Nadeln habe, gehe ich davon aus, dass dabei nur die fertigen Projekte gezählt wurden. Das heißt also, ich habe viel mehr angefangen und halt nicht alle beendet, beziehungsweise auch noch ein paar beendet, die ich 2022 angefangen hatte. Aber wie gesagt, das ist nicht wichtig. Was ich stricke, könnt ihr übrigens, also ihr wisst, diejenigen die von euch, die nicht zum ersten Mal da sind, seid, wissen, dass ich auf Reverie, die großen Projekte auf Reverie anlege normalerweise. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Es gibt aber noch eine relativ große Dunkelziffer der Projekte, die ich dort nicht angelegt habe. Das betrifft insbesondere Socken. Ich glaube, ich habe keine Sockenprojekte dort, obwohl ich in der Zeit auf jeden Fall ein paar Socken, teilweise halt einzelne Socken gestrickt habe. Ich finde das nicht notwendig, für jede Socke oder für jedes Sockenpaar ein Projekt auf Reverie anzulegen. Das interessiert mich nicht, wie viele davon ich gestrickt habe. Was ich aber gerne mache, ist für größere Projekte, also für Pullover, für Cardigans, Tücher, Projekte anzulegen. Die sind also relativ gut gepflegt dort, beziehungsweise angelegt zumindest, sodass man halt überblicken kann, was ich gestrickt habe, wenn ihr Interesse habt. Und was ich auch gerne mal auf Reverie anlege, sind Projekte, die ich nach fremden Anleitungen stricke, aber stark modifiziere. Ja, dann notiere ich mir die Modifikationen da drin, weil ich, wenn ich das auf Papier mache, werde ich das Notizbuch nie finden. Ich habe sehr viele Notizbücher. Ich versuche mich zu disziplinieren, aber genauso wie bei Strickprojekten, ich schreibe sehr gerne in sehr viele verschiedene Notizbücher und bin immer wieder auf der Suche nach einer optimalen Methode, meine Gedanken, meine Projekte, meine To-Dos, was auch immer, irgendwie an einer Stelle übersichtlich zu halten. Aber da es so viele sind, ist das für mich bisher nicht möglich gewesen. Deswegen schreibe ich lieber auf Reverie rein, was ich da modifiziert habe, dann finde ich das auch besser als auf Papier. Genau, das waren meine Weiterentwicklungen. Ziele oder, genau, ich habe mir natürlich auch so überlegt, in welche Richtung ich mich podcast-technisch weiterentwickeln möchte und möchte euch beruhigen, falls ihr euch Sorgen gemacht haben solltet. Ich möchte natürlich weitermachen, das macht mir sehr viel Spaß. Und da es euch offensichtlich auch Spaß macht, zumindest so das Feedback bisher, ja, passt das und ich möchte weitermachen. Und zwar eigentlich auch mit der gleichen Ausrichtung. Ich werde versuchen, methodisch-theoretische vielleicht Inhalte mit reinzubringen. Vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich ein bisschen mehr Interviews machen kann. Also ich habe auf dem Kasseler Wollfestival, wo ich ja da drauf war, ein paar Interviews aufgenommen gehabt, ganz kurz. Vielleicht versuche ich das irgendwie immer wieder reinzubringen, dass ich mit jemandem spreche und das im Podcast hier mit veröffentliche. Genau, auf der H&H in Köln hatte ich ja auch ein ganzes Interview von der Chefredakteurin von der deutschen Ausgabe The Knitter,
aufgenommen und hier im Podcast veröffentlicht und so weiter. Das werde ich versuchen, halt Ähnliches zu machen. Dann immer wieder bestimmte Themen zu behandeln. Ich habe auch schon ein paar Themen mir so vorgenommen, die ich demnächst angehen möchte, nachdem diese ganzen Überblicks- und Rückblicks-Themen vorbei sind. Genau, das möchte ich weitermachen. Dann, was wollte ich noch? Habe ich mir, nee, Moment, das ist nicht Podcast bezogen. Was ich mir auch noch überlegt habe und was auch eine schöne Entwicklung war übrigens, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich ja einen Patreon-Kanal eröffnet habe oder gegründet habe. Für diejenigen, die nicht wissen, was ich damit meine, also was ein Patreon-Kanal ist, erstens könnt ihr auf den entsprechenden Link, also auf, weiß nicht, www.patreon.com/navamante gehen. Also das, der Link steht da in der Beschreibung. Und schauen, was das ist. Aber ich werde auf jeden Fall eine Folge machen und das halt einfach nur zeigen, beziehungsweise ein Video machen. Also so eine Art Tutorial ist das dann nicht unbedingt. Aber es wird ein Video geben, in dem ich nur über Patreon erzähle, was ihr dort vorfinden könnt bei mir und was ich da mache und was ich da vielleicht plane. Sodass, wenn ihr nicht wisst, was Patreon ist oder wofür und für wen das eigentlich gedacht ist, dann könnt ihr euch dieses Video angucken, das demnächst kommen soll. Wenn ihr das wisst, dann müsst ihr in dieses Video vielleicht gar nicht reingucken. Wenn ihr gar kein Interesse an sowas habt und auch kein Interesse daran habt, zu wissen, was ich auf meinem Patreon-Kanal anbiete, dann müsst ihr euch das Video gar nicht angucken. Also ich werde das halt als ein separates Video machen und nicht mit anderen Inhalten vermischen. Ja, damit ihr jetzt nicht denkt, okay, wenn ich das Video nicht angucke, dann verpasse ich was. Nee, das mache ich dann halt getrennt. Genau, und für Patreon, wahrscheinlich nur für Patreon, plane ich Tutorials, so eine Tutorial-Serie für bestimmte Themen. Welche genau, sage ich noch nicht. Das kommt dann später. Dann, genau, natürlich möchte ich mehr Designs veröffentlichen, vor allem, weil sie ja einfach nur da liegen und warten, dass ich sie veröffentliche, beziehungsweise dass ich sie zu Ende schreibe und veröffentliche. Also plane ich fest, dieses Jahr mehr Designs zu veröffentlichen. Das werde ich natürlich auch hier auf YouTube bekannt geben. Ich plane auch, also wir gehen langsam so über zu meinen Zielen und Plänen für 2024, alles strikt bezogen. Ja, ich plane, meinen Shop auszubauen. Im Moment bin ich ja auf Etsy, das wisst ihr. Auch vielen Dank für alle, die im Shop im Dezember bestellt haben. Es ist, also meine Regale, sage ich mal, sind relativ leer geworden, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut über die Wolle, über die kleinen Geschenke, die diejenigen bekommen haben, die an Sonntagen, an Adventssonntagen bestellt haben. Eine Bestellerin oder eine Kundin hat ihre Wolle leider nicht bekommen. Sie hat sich bei mir, also falls du gucken solltest, vielen Dank, dass du mich darüber informiert hast. Das geht gar nicht. Das hat mich überhaupt natürlich nicht gefreut. Und das ist echt das denkbar Schlimmste, was passieren kann. Ich werde mich darum kümmern. Also ich kann die Sendung nicht nachverfolgen, aber ich werde mich mit dir in Verbindung setzen und dann schauen wir, was ich machen kann. Also das ist zwar nicht meine Schuld, aber ich finde das ja alles andere als in Ordnung, wenn Sendungen verloren gehen, wenn sie nicht nachverfolgbar sind. Also das eigentlich, dürfte sowas nicht passieren. Aber also ich habe dir noch nicht geantwortet, ich werde antworten. Also ich bin im Bilde und werde da so nicht akzeptieren. Das heißt, du sollst deine Wolle bekommen und da werde ich mich drum kümmern. Genau, ich weiß noch nicht genau, in welcher, technisch gesehen, in welcher Form ich den Shop weiter ausbauen möchte oder werde, weil, wie gesagt, Technik, ich bin zwar relativ technikaffin, aber es gibt halt Grenzen, zeitlich und, weiß nicht, fähigkeitstechnisch vielleicht, naja, eher nicht, also technische Grenzen halt für meine Fähigkeiten, sage ich mal. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich bei Etsy bleibe oder doch auf eine eigene Internetseite den Shop umziehen kann. In jedem Fall
plane ich die Ausweitung des Sortiments. Das mit Sandnesgarnen hatte ich angesprochen. Da muss ich schauen, wie ich das mache, weil ich gerade die noch teste. Ja, also ich stricke gerade ein Pullover für meine Tochter aus. Sandnesgarn aus Peer Gynt. Und da bin ich nicht mehr hundertprozentig überzeugt, ob ich die mit aufnehme in mein Sortiment. Aber noch ist das nicht auszuschließen. Oder noch habe ich die nicht ausgeschlossen. So, dann mein weiteres großes Ziel für meine Strickaktivitäten ist bei der Idee der Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Slow Fashion zu bleiben. Das ist eine sehr tiefe Überzeugung von mir, dass in unserem hektischen Leben es wichtig ist, viele Sachen langsamer zu machen. Und dazu gehört für mich halt das Anfertigen der eigenen Kleidung. Ich werde also weiterhin meine Kleidung stricken. Das ist nicht von mir gestrickt, aber auch gestrickt. Das ist gekauft, also das ist nicht per Hand gestrickt. Und ja, ich trage mich nach wie vor mit dem Gedanken, mit der Hand meine Kleidung zu nähen. Da bin ich noch nicht weitergekommen, aber da habe ich bestimmte Schritte unternommen, um da weiterzukommen. Und das werde ich dann zur gegebenen Zeit hier auch erzählen, sobald ich irgendwelche Erfolge vorzuweisen habe. So, dann habe ich mir, was habe ich mir notiert? Ach ja, genau. Ich möchte unbedingt, das habe ich ja auch schon angesprochen, glaube ich, ich möchte unbedingt Wolle mit Pflanzen färben, beziehungsweise mit Pflanzen färben. Da habe ich auch bestimmte Überlegungen. Also zum einen trockne ich bei mir in der Küche Avocado-Schalen und Kerne, weil ich Avocado-Färbung sehr, sehr schön finde. Also ich werde mit Hilfe eines Buches, ich habe zwei Bücher zum Pflanzenfärben oder zum Färben mit Pflanzen. Ich werde versuchen, zuerst selber mit diesen Avocado-Schalen irgendwas anzustellen. Und ich werde wahrscheinlich parallel eine, also Mira von Mach. Ich muss immer denken, ob das wann oder von ist. Also Mira von Wool Art. Sie wohnt ja in der Nähe. Also Mira, falls du gucken solltest, ich werde dich darauf ansprechen, ob wir irgendwie zusammen was mit Pflanzenfärbungen anstellen könnten. So, jetzt ist mir da mein Bildschirm ausgegangen, der aber für meine Notizen wichtig ist. So. Genau, also Mira, sei vorbereitet. Genau, das ist, glaube ich, der Überblick gewesen. Ach ja, genau, noch ein ganz wichtiges Ziel, mehr aus meinem Stash zu stricken. Das klappt immer wieder ganz gut und dann wieder ganz schlecht, aber ich habe schon seit dem Vlogmas, ich glaube seit Anfang Dezember, keine Wolle mehr gekauft. Gut, dass ich während des Vlogmases keine Wolle mehr gekauft habe, ist natürlich nicht überraschend. Ich habe 3,5 wollige Adventskalender ausgepackt. Also falls ihr neu seid, hier meine 24 Folgen im Dezember, vom 1. bis zum 24. Dezember, zeigen sehr viel Wolle. Falls ihr nach Wolle, also Wolle gucken wollt, da wird jeden Tag ausgepackt und verstrickt. Gerne zurückgehen und gucken. Ja, auf jeden Fall, ihr merkt, es war ein sehr aufregendes Jahr für mich. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Jahr gut unterhalten und ich hoffe, dass ich das auch weiterhin in diesem Jahr genauso gut machen kann oder vielleicht besser sogar. Ja, für irgendwas soll ja die eigene Entwicklung gut sein. Ich würde meinen Rückblick an dieser Stelle nun abschließen und euch was Gestricktes oder etwas zeigen, woran ich gerade stricke, wie ich es versprochen habe am Anfang der Folge. Habe ich irgendwas vergessen, was ganz wichtig wäre? Nee, ich glaube, das ist okay so. Ich werde vielleicht noch in den nächsten Folgen immer wieder irgendwelche Rückblendungen machen. Also wenn mir irgendwas Wichtiges einfällt, was im vergangenen Jahr wichtig war,
was Wichtiges, was wichtig war, also was irgendwie erwähnenswert ist, dann werde ich das vielleicht nochmal ansprechen, aber das wäre so mein Einjahres-Jubiläumsrückblick. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Jetzt wird es was Schönes geben. So, und zwar zeige ich mein Weihnachts- und mein Silvesteranstrick. So. So, jetzt werde ich gerade angerufen, aber ich versuche das zu ignorieren und nicht ranzugehen. Ich stricke, oder ich habe an Weihnachten gleich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich 2 oder 3 Projekte angefangen habe. Also hier habe ich ja zumindest 2, die ich an Weihnachten angefangen habe. Ich weiß nicht mehr genau, an welchem Tag. Also mindestens 1 davon oder vielleicht sogar beide habe ich am 24. angefangen. Für mich fängt Weihnachten am 24. an. So, und zwar stricke ich 2 Pullover nach dem gleichen Prinzip. Das ist so eine Art mein eigenes Design. Und zwar, ich habe ja für meine Tochter diesen Pullover aus Blueface Leicester gestrickt von West Yorkshire Spinners und von Rooster Yarns. Zweiteres haben wir selber gefärbt, damals mit Carina. Und da hatte ich ja so eine Methodik jetzt entwickeln würde zu viel Bedeutung beimessen, oder wie soll ich sagen, also ich habe quasi selbst berechnet, wie ich mit Hilfe von Rundpassenzunahmen und Raglanzunahmen in der gleichen Passe eine optimale Größe für mein Kind erzielen kann. So, und ja, nach diesem Prinzip stricke ich jetzt 2 Pullover, einen für meine Tochter aus einem anderen Garn als damals und einen für mich aus einem ganz anderen Garn. Aber die Berechnungsmethode, die ich dabei verwende, ist die gleiche. Und die ist eigentlich quasi der Clou bei diesem Design, so dass man für sich mit Hilfe von Raglan und mit Hilfe von Rundpassenpullovern im gleichen Strickstück ein Strickstück erzeugt oder halt errechnet, das einem ja optimalerweise gut passt. Und daraus werde ich dann, hoffentlich schaffe ich das mit meinen ganzen Ideen, aber auf jeden Fall ist der Plan, dass ich dazu zum einen eine schriftliche Anleitung für Standardgrößen schreibe und veröffentliche für alle, ganz normal über Ravelry zum Kaufen bereitstelle. Und gleichzeitig möchte ich aber eine Tutorial oder so eine Art, ja, so eine Online-Kurs-Video-Sequenz aufnehmen oder so eine Tutorials, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aufnehmen. Also Tutorials werden sie normalerweise auf YouTube genannt, wie man mit dieser Methode für sich selbst oder halt für jemand anderen diese Zunahmen berechnen kann, ja, so dass ich euch Schritt für Schritt zeige, wie ich das rechne und dabei auch noch einen neuen Pullover stricke. Ich werde also für meine Tochter noch einen dritten Pullover nach dem gleichen Prinzip stricken, aber ich werde halt einfach ein anderes Garn nehmen und andere Muster oder so. Ja, man kann das ja quasi beliebig mit Mustern variieren. So, und diesen grünen Pullover kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil ich den nicht da habe. Aber vielleicht erinnert ihr euch. Sonst, ja genau, ich verlinke ihn einfach. Ich verlinke ihn und dann könnt ihr gucken. Und der aktuelle Pullover, den ich gerade stricke, sieht anders aus. Nur die Berechnungsmethode ist die gleiche. Und die Anzahl der Maschen übrigens. So, und der sieht so aus. Halte ich ihn richtig? Ich halte ihn richtig. Den habe ich einfach nur ein bisschen lustiger gestaltet. Ja, der sieht bisher so aus. Den stricke ich aus, also das ist jetzt hier der Rücken. Hier muss ich gleich noch was sagen dazu. Man sieht, hier sind Raglan-Zunahmen, aber hier oben sieht das so ein bisschen aus, als wären hier auch Raglan-Zunahmen, aber hier sind keine. Also dieser ganze Bereich hat nur eine Zunahmerunde und das sind Rundpassenzunahmen. Hinten gibt es verkürzte Reihen zum Formen des Nackens bzw. zum Formen des Pullovers, damit er besser sitzt hinten.
Und ansonsten, wie gesagt, einfach nur Streifen. Das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes, die Streifen. Ich wollte einfach nur ein bisschen Farbe drin haben. Ja, ich bin bald oder relativ bald mit dem Körper fertig. Jetzt würde wieder ein rosa Streifen kommen und dann mache ich halt die Ärmel und das war's. Der Pullover ist extra zu groß gestrickt für meine Tochter. Ich hoffe ja immer noch, dass ich es irgendwie hinkriege, mein Kind mit Pullovern für die nächsten 2 Jahre zu versorgen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, also passend tut er auf jeden Fall und er ist halt relativ breit. Ich stricke aus Peer Gynt von Sandnes Garn. Das sind, ich glaube, alle Farben, die ich hier verwende. Also Peer Gynt schreibt sich so. Alle Farben, die ich verwende, sind, oder fast alle, sind also spezielle Farben. Nee, diese nicht. Diese Farbe ist nicht speziell, aber die, also dieses Rosa und dieses lavendelfarbene Garn, die sind für Petit oder sind das Ergebnis einer Kooperation zwischen Petit Knit und Sandnes Garn. Einfach nur so als Info. Alle Farben. Ich muss, also dazu habe ich noch tatsächlich kein Ravelry-Projekt angelegt. Ich mache das zeitnah und verlinke das Projekt hier in der Beschreibung. Wenn nicht direkt beim Veröffentlichen des Videos, dann ganz bald. Ja, oder wenn ich fertig bin, zeige ich den Pullover ja wieder und dann ist er wahrscheinlich verlinkt. Hoffe ich. Ja, also das ist die Version für mein Kind. Und dann stricke ich gleichzeitig, aber ein bisschen langsamer, eine Version für mich und nicht ganz so farbenfroh wie für meine Tochter. Ich wollte das eigentlich relativ farbenfroh machen. Also ich habe ja hier auch schon, naja, das sieht jetzt nicht nach... Für mich ist das eine sehr bunte Farbe oder halt eine sehr, sehr auffällige Farbe. Meine Lieblingsfarbe ist ja diese hier. jedenfalls stricke ich für mich aus Madame Benoist Pure. Das ist ungefärbt und das ist halt gefärbt in so einem peachigen Ton. Ja, für mich stricke ich halt auch genauso ein Pullover und ich werde das meiste einfach nur in dieser Farbe stricken und wahrscheinlich hier am Körper werde ich vielleicht etwas Colorwork machen. Vielleicht auch erst kurz vor dem Bündchen. Einfach nur, damit ich ein bisschen Farbe reinbringe und das wird diese Farbe und vielleicht noch eine andere sein. Die zeige ich jetzt auch nicht, weil ich sie nicht da habe und weil ich noch nicht so weit bin und weil ich mich auch noch nicht entschieden habe, ob ich das so mache. Ich wollte das viel farbenfroher gestalten, habe mich dann aber im Prozess des Strickens dagegen entschieden. Ja, aber so ist das, glaube ich, auch ganz hübsch. Ja, hier bin ich bald, glaube ich, fertig mit der Passe und dann kann ich die Ärmel abtrennen, dann sieht man mehr. Hier habe ich natürlich wieder zu kurze Seile. Ja, das Garn ist, also das Garn von Madame Benoist, das ich hier verstricke, das ist auch Non-Superwash, genauso wie Peer Gynt von Sandnes. So, hier sieht man das jetzt, Moment, ich zeige mal die Banderole. So, das ist die Banderole, das ist Pure und da sind 300 Gramm auf 300 Meter auf 100 Gramm. Wie gesagt, das Garn, das ist reine Wolle, reine Merino, glaube ich sogar. Genau, hier steht organische Merino, Non-Superwash. Sie ist aber nicht weich. Ja, also wenn jemand empfindlich ist gegen ja, so wollige Wolle, dann ist das vielleicht nicht unbedingt so das Richtige. Aber für mich ist das Garn weich. Und angenehm und ja, halt richtig, natürlich, echt. Ja, und das ist das, was ich mag. Genau, das waren 2 Weihnachtsanstrickprojekte. Und jetzt sehen wir noch mein Silvester-Anstrick. Zu Silvester, oh, ich habe das Bild hier nicht. Ja, ich verlinke auch... dieses Projekt. Dieses habe ich tatsächlich auf Ravelry bereits ja, mehr oder weniger komplett angelegt und werde hier den Link platzieren. Ich kann das Design hier leider nicht so gut zeigen, weil ich mit meinem Computer bearbeite, die Videos jetzt mit Computer bearbeite und da bin ich noch nicht so weit, dass ich irgendwelche Bilder so als Zwischenschnitt einblenden kann oder als, also in weiß ich nicht, also in Bild
direkt innerhalb des Videos. Das muss ich noch lernen, das geht bestimmt auch mit der Software, die ich habe, aber das ist alles halt Zeit. Und natürlich gab es wieder eine Unterbrechung. Wir waren bei meinem Silvesteranstrick. So, und wie gesagt, ich kann jetzt gerade noch nicht so Bilder reinschneiden direkt ins Video. Das werde ich bestimmt irgendwann wieder hinkriegen. Beziehungsweise irgendwann mit dieser Software lernen, so dass ich nicht total dumm hier rüberkomme, weil ich plötzlich das nicht mehr kann, was ich konnte. Das liegt an der Software, also das liegt daran, dass ich halt an einem anderen Gerät bearbeite mit einer anderen Software. So, aber auf jeden Fall habe ich den oder die versprochene Weste Smoke Show von Thea Coleman, wie gesagt, Link hier in der Beschreibung, angeschlagen und gestrickt, noch nicht fertig gestrickt, aber ich bin guter Dinge, dass ich nicht lange brauchen werde, ist halt eine Weste. So, und ich versuche sie so zu zeigen, dass man das halt auch gut sehen kann. Was ich nicht verstehe, ist, wo meine Beschreibung abgeblieben ist. Naja, so, und zwar sieht die Weste, das ist nicht optimal hier alles, sieht die Weste so aus. Das ist halt vorne, wie man sieht, strickt man von unten nach oben. So, und das ist hinten. So, das ist doch schön, finde ich. Das sieht komplizierter aus, glaube ich, als es ist. Ja, etwas weniger Gewohnte ist halt, dass man von unten nach oben strickt. Dann teilt man das Gestrick unter den Armen auf. Ja, dann strickt man halt getrennt den rechten Vorderteil, den linken Vorderteil, den Rücken. Und dann, habe ich ehrlich gesagt nicht zu Ende gelesen, näht man auf irgendeine Art und Weise die Schultermaschen zusammen. Ja, und dann strickt man wahrscheinlich hier die so ein bisschen die Bündchen in die Ärmelöffnungen ein und das war's. Ja, dann ist man fertig. Was würde ich noch dazu sagen? Genau, ich hatte angefangen und alles mögliche falsch gemacht. Um aber ja, richtig bei der Sache zu bleiben, habe ich am gleichen Tag, also am 31. Dezember, wieder bis zum Bündchen geribbelt, die wieder halt geholt, die Maschen, und dann ja das Muster wieder neu gestrickt. Ich habe beim Muster immer wieder Fehler gemacht, weil ich nicht aufmerksam gelesen habe. Ich war ja nicht alleine, also nie alleine über die Feiertage, über die Silvesterfeiertage. Also ab dem 29. bis zum 2. war mein Bruder mit Familie da. Das sind 4 Personen, die ständig irgendwo in der Nähe waren, was auch sehr, sehr, sehr schön war. Ich werde im Abspann, oder wie soll ich sagen, also ich werde im Abspann etwas zeigen, was meine ältere Nichte und mein Bruder für mich gemacht haben. Mein Bruder hat nämlich mein Whiteboard. Ich habe so ein Whiteboard aus meiner alten Schule zu Hause mit so magnetisches Brett quasi, das man normalerweise so in Schulen verwendet, wo man mit so einem Edding draufschreiben kann. Das habe ich schon immer oder schon sehr lange bei mir im Zimmer stehen gehabt und da habe ich meine austauschbaren Nadeln mit Seilen halt irgendwie sortiert. Das werdet ihr dann im Abspann sehen. Und jetzt hat er dieses Whiteboard endlich an die Wand gemacht, so dass das Ding nicht mehr auf dem Boden steht, wie es vorher war. Und ja, da habe ich jetzt meine Nadeln viel besser sortieren können. Das werdet ihr sehen. Und darüber hängt das Bild, das meine Nichte für mich gezeichnet hat. Damit ich nicht wieder heule, werdet ihr es einfach sehen im Abspann. So, genau. Und ich habe halt währenddessen versucht, meinen Silvesteranstrick irgendwie in Ordnung zu bringen. Ich habe also ja immer wieder Fehler gemacht und einmal ja bis hierhin wieder, also ich habe bis hierhin gestrickt gehabt, dann geribbelt und dann wieder gestrickt und dann immer noch einen Fehler gemacht, aber egal. Man sieht, das sind so Zopfmuster, die ja, das sieht halt so kompliziert aus, aber man sieht natürlich auch, dass sie sich wiederholen. Und zwar wiederholen sie sich häufiger, was ja gut ist beim Muster, als man denkt. Das sind solche Mustersätze,
die, oder sagen wir mal, das ist ein Mustersatz und das verschiebt sich immer, also so und so quasi. Also wie soll ich, weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ganz schwierig. Also man hat halt hier einen Mustersatz, dann ist das derselbe Mustersatz, dann wieder derselbe Mustersatz, nur verschiebt sich quasi die Platzierung dieses Mustersatzes. Aber das ja, Memorieren oder das Behalten des Musters im Kopf ist natürlich dann nach dem ersten Mustersatz ja, stattgefunden. Und man muss nicht mehr in auf den Chart gucken und irgendwie was abhaken oder sowas. Das kann man sich dann gut merken und man kann sich auch gut im Muster orientieren. Ja, also falls ihr euch irgendwie gefragt habt, ob das Muster irgendwie zu kompliziert ist, also ich denke, das ist wirklich sehr gut machbar. Und deswegen habe ich die Beschreibung auch nicht mehr in meiner Projekttasche hier, weil ich ja, das Muster im Kopf behalten habe nach der ersten Wiederholung und offensichtlich das Ding dann halt irgendwo hingelegt habe. Genau, dann wird direkt die Knopfleiste gestrickt auf beiden Seiten. Ach, das ist echt schwer zu zeigen. Das ist dann einfach nur ein 1x1, also eine rechts, eine links Bündchen, aber mit verschränkten rechten Maschen, beziehungsweise verschränkten rechten und linken Maschen, und zwar auf beiden Seiten. Ja, also auch hier ist das verschränkt. Und hier war das Bündchen 2x2, also nichts verschränkt. Dass die Knopfleisten oder die Blenden verschränkt gestrickt werden, stellt mich vor die Herausforderung, das korrekt zu machen, denn wenn, vielleicht wisst ihr noch, ich stricke ja die linken Maschen anders als viele andere oder als es in Deutschland üblich ist. Irgendwo gab es auch eine, also in den letzten 12 Monaten habe ich irgendwann auch eine Folge gemacht dazu, wie ich stricke. Ich habe das auch gezeigt, wie ich die rechten Maschen stricke, wie die linken Maschen bei mir auch aussehen und so. Und dann gab es so ein bisschen Diskussion, wie ich denn eigentlich stricke, ob das jetzt osteuropäisch ist, skandinavisch oder was auch immer. Ich bin nach wie vor der Meinung, oder so ist auch meine Erfahrung nach zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Strickerinnen, oder nach zahlreichen Videos, die ich so von anderen gesehen habe. Ich glaube, ich stricke nach einer quasi gemischten Form zwischen skandinavisch und osteuropäisch. Und normalerweise ist das kein Problem. Die Maschen sehen ja immer genauso aus, wie sie aussehen müssen. Aber bei verschränkten Maschen muss ich darauf achten, dass ich in die richtige Richtung verschränke. Weil wenn ich wenn ich die Maschen verschränke, so wie sie liegen, dann verschränke ich sie mal in die richtige, mal in die falsche Richtung. Ja, normalerweise, wenn ich normal stricke, sind sie nicht verschränkt. Ja, irgendjemand hat mal rein kommentiert, dass bei mir die rechten Maschen immer verschränkt sind. Nein, da sind sie nicht. Die sind immer korrekt, aber ich stricke sie halt, ich stricke die linken anders. Deswegen, wenn ich halt nicht in Runden immer rechts stricke, sondern halt hin rechts und zurück links, dann werden bei mir die linken Maschen anders gestrickt, sodass die rechte Masche dann halt einfach in die andere Richtung guckt. Ja, und das ja, ist dann halt wichtig bei verschränkten Maschen. Es gibt eine, zumindest eine, ich glaube, aber es gibt auch mehrere Abonnentinnen oder Zuschauerinnen unter euch, unter uns, die auch so stricken wie ich. Ja, also falls ihr diese Weste stricken wollt, bereitet euch darauf vor, dass ja, hier mit verschränkten Maschen man halt die Masche zuerst umdrehen muss, ja, damit sie korrekt in die richtige Richtung verschränkt wird. So, und für diejenigen, die verstehen, was ich meine, setze immer die rechte Masche um, damit ich immer in die rechte, also immer nach rechts verschränken kann. Ja, also wenn ihr das stricken werdet, dann versteht ihr, was ich meine. Jetzt versteht ihr es vielleicht nicht, aber wie gesagt, es ist bequemer, die rechte Masche umzusetzen, um sie halt in die rechte Richtung zu verschränken, als das bei der linken Masche zu machen. Ja, also ich hoffe, das ist irgendwie hilfreich gewesen für jemanden.
Ja, aber auf jeden Fall strickt sich das wirklich sehr, sehr schön, sehr angenehm. Das wird ein weiches und warmes Strickstück. Und ich stricke aus diesem Garn. Das ist The Croft von West Yorkshire Spinners. Das ist 100% Shetlandwolle in Farbe 10-19. Cellista. Was noch? 225 Meter auf 100 Gramm. Eine sehr bequeme Dicke. Ich muss dabei sagen, ich stricke lieber mit etwas dünneren Nadeln. Ich stricke mit der 4,5 Nadel, was ja für diese Wollstärke oder für diese Garnstärke recht großzügig ist. Aber da man hier ja so ein Zopfmuster hat, ist das ja dadurch halt etwas entspannter zu stricken. Wie gesagt, ich muss sagen, also ich stricke mit den Nadeln zwischen 3 und 4, also von 3 bis 4 mm am liebsten. Interessanterweise mit der 3,75 mm Nadel am allerliebsten, aber ja, mit 4,5 ist schon so ein bisschen an der Grenze für mich, also wie es für mich angenehm ist, für die Hände. So, genau, das ist meine Bohai-Tasche. Hallo Elke, falls du gucken solltest. Und da mir diese Weste so gut gefallen hat oder so gut gefällt, noch bin ich ja nicht fertig, plane ich vielleicht noch eine anzuschlagen aus dieser Garnkombination. Ich habe sogar schon eine Maschenprobe gemacht. Man sieht nicht so gut. Also in echt, ich guck mal, dass ich irgendwie, nee, man sieht nicht, also in echt kommt die Kombination viel besser rüber als, also so vielleicht. So kann man das vielleicht ein bisschen. Ja, hier sieht man von dem Seidenmohr her zu viel, ja, zu viel Kern quasi. Das sieht auf der Ab, also auf dem, im Video nicht so spannend aus oder nicht so schön aus wie in echt. Ich finde das in echt schöner auf jeden Fall. So, und zwar habe ich hier, oh, ich habe hier nicht die Banderole. Ich werde das drunter schreiben. Das ist ein Seidenmohair von einer Handfärberin aus Baden-Württemberg oder so. Ich werde das, wie gesagt, drunter schreiben und ich werde im Abspann vielleicht ein Foto zeigen, wo man die Marke so ein bisschen sehen kann. Und das ist Nutiden, dieses unversponnene Garn aus Schweden. Das ist unversponnen. Und das ist eine wunderschöne grüne, dunkelgrüne Farbe, die auch so ein bisschen verschiedene Farben oder Aspekte aufweist, wie das bei den meisten oder bei allen Nutidengarnen ist. Ja, ich wusste nicht, wohin damit. Und jetzt würde ich, glaube ich, gerne diese Weste stricken. Und zwar ein Strang Nutiden und ein Strang Seidenmohair, handgefärbt. Ja, genau, das ist mein Plan für die Weste. So, ich glaube, ach ja, für diejenigen von euch, die meinen Vlogmas geguckt haben, ich bin noch nicht fertig mit dem Desperate Housewife Cardigan. Ich hatte ja groß rumposaunt, dass ich vielleicht bis Ende des Jahres damit fertig bin, aber als ich dann mit dem Körper fertig war, habe ich schnell mal noch die Knopfleiste gestrickt mit den Knopflöchern. Das lief gut. Und dann musste ich ja die gegenüberliegende Blende stricken, wo dann die Knöpfe dran genäht werden. Und da habe ich zu viele Maschen aufgenommen. Das Ganze muss ich jetzt wieder ein bisschen ribbeln und dann wieder neu aufnehmen oder halt versuchen, die aufgenommenen Maschen zu retten und einfach nur hier und da mal eine entweder zusammenzustricken, also zwei zusammenzustricken oder halt eine fallen zu lassen, damit ich die richtige Anzahl von Maschen habe. Und dazu bin ich nicht gekommen, weil natürlich neue, schöne Sachen zu stricken viel spannender ist. Ja, aber sobald ich weitermache, werdet ihr informiert in diesem wunderschönen Medium namens Video oder namens Podcast, Videocast, Vlog, nee,
jetzt habe ich vergessen, welche Namen es noch dafür gibt. Videocast oder Vlog. Ich glaube, Vlog heißt das auch korrekterweise. Videocast. Wie auch immer, tut mir leid. Ich habe jetzt doch über eine Stunde gesprochen. Ja. Ich werde auch noch im Abspann einblenden, wie die großen Stränge aus dem Sakami Adventskalender und dem Olivia und Oliver Fibers Adventskalender aussehen, somit mit den restlichen Mini-Strängen. Damit die Sache mit dem Vlogmas auch wirklich zu Ende abgeschlossen ist, beziehungsweise damit ihr alles gesehen habt, was ich dann auch ausgepackt habe. Ja, ich hoffe, wie immer am Ende hoffe ich irgendwas. Ich hoffe, dass ihr euch heute wieder gut unterhalten gefühlt habt und würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch nochmal einen schönen Abend oder eine schöne Tageszeit und ein wunderschönes, optimistischeres, gesünderes, glücklicheres Jahr 2024. Tschüss!